So, meine Lieben, da sind wir wieder bei Daylight und ich habe jetzt endlich, wie man sieht, den Raum mit dem Portal gefunden. Ich habe noch mal eine halbe Stunde in diesem Gebäude gesucht, aber ich habe einfach nichts gefunden. Ich habe den Schlüssel immer noch nicht gefunden und deswegen gehe ich jetzt zu dem Portal, weil wir brauchen ja nur die Reliquien. Ich denke mal, das reicht dann erst. Vielleicht müssen wir die Tür nämlich gar nicht öffnen. Ist mir jetzt auch egal, ich gehe da jetzt erstmal lang. Das heißt, es geht jetzt endlich weiter. Mir ist die Frau allerdings schon unglaublich oft erschienen. Ich musste noch nicht gegen sie kämpfen. Das war nur so eine Erscheinung, wie wir sie auch in den anderen Folgen hatten. Aber es wird momentan echt gefährlich. Na dann, mal los. Ich könnte zwar jetzt zurückgehen, noch ein paar Leuchtstäbe holen, aber das ist mir jetzt völlig egal. Ich will jetzt einfach nur hier durch. Ansonsten ist aber auch nichts weiter passiert. What the hell? What the f... Wow. Der Teddy lebt. Wow! Was? What the hell? Was zum Teufel, wo... Can it be? I see you. Was? Alter, ich sehe hier nichts. Was? Und das war's? Oh, Moment, oder ist jetzt der Teddy der Schlüssel? Das könnte gut sein. Okay, dann gehen wir jetzt ganz schnell zur Tür nach oben. Wenn ich jetzt noch den Weg weiß, ich hoffe es. Weil dann könnte der Teddy der Schlüssel sein. Mist, und ich weiß nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Von hier, glaube ich. Ja, dann gehe ich da nochmal lang. Ich weiß, man kann rennen, aber irgendwie will ich nicht. Das mache ich nur im Notfall. Okay, okay. So, dann geht's jetzt auch endlich mal heute wieder voran. Weil ich habe gerade wirklich so lange nach diesem Schlüssel gesucht. Wahrscheinlich konnte ich den gar nicht finden, weil der Teddy wahrscheinlich der Schlüssel ist. So, und irgendwie muss es ja nach oben gehen. Nach oben. Dieser Teddy macht mir echt Angst. Mehr als alles andere hier. Das ist überhaupt der richtige Weg? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, wir suchen jetzt nicht ewig hier rum. Doch, das sieht einigermaßen richtig. Hey, da müsste doch hier irgendwo die Tür sein. Hey, jetzt bin ich aber verwirrt. Ach nee, die war oben, ne? Ich glaube, die Tür war oben. Dann gucken wir nochmal oben nach. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Bitte. Bitte lass hier die Tür sein. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr auswendig. Nein, das war der falsche Raum. Och Mann, ich hab's mir echt nicht gemerkt, wo diese Tür ist. Ich hab aber auch, ich muss wirklich sagen, da es hier halt so dunkel ist, die Orientierung und hier sieht alles gleich aus. Ist das mit der Orientierung für mich, muss ich wirklich zugeben, verdammt schwierig hier momentan. Die war doch im Mittelraum, unten war die auf keinen Fall. Oh Moment mal, hier hat sich aber vieles verändert. Sehe ich gerade. Hä? Moment, ich gehe jetzt noch einmal nach da unten. Also unten war die Tür auf keinen Fall. Nee. Gut. Dann nicht verfügbar, wenn du das Siegel verwendest. Das Siegel, okay, das scheint offenbar wirklich die Lösung zu sein. Das heißt, wir müssen zu dieser Tür kommen, aber ich sehe diese Tür einfach nicht. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wo die ist. Boah, das tut mir jetzt echt leid für euch, dass ich hier mich in diesem Spiel so blöd verhalte jetzt schon. Aber ich weiß auch wirklich ums Verrecken nicht mehr, wo diese Tür war. Also bleibt mir ja nichts anderes übrig, als einfach jetzt zu gucken. Oh, hier ist Licht. Mhm. Ja, irgendwo war die auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr, wo. Ihr wisst, welche Tür ich meine, wo wir den Schlüssel für brauchten. Die Musik hat aufgehört. Ne, hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Ne, genau. Da muss ich doch nochmal da hinten hin.
So, und hier müsste jetzt wieder der Raum sein. Genau, mit den Siegeln. Dann gehe ich hier lang. Okay, dann mal sehen. Irgendwas wird mit Sicherheit gleich passieren. Die Musik ist auf jeden Fall ganz toll. Suche im Behälter nach nützlichen Gegenständen, verwende Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. Ja, das wissen wir doch alles schon. Wir gehen doch immer mehr zum Anfang zurück, oder nicht? Ja klar, das ist doch der Anfangsraum. Aber okay, immerhin kriegen wir jetzt nochmal ein paar Leuchtstäbe. So. Muss ich denn in diesem Raum vielleicht nochmal irgendwas machen? Oh, es geht nach oben. Habe ich das übersehen? Sag mal, habe ich das echt übersehen, dass es hier nach oben geht? Dann gehe ich doch mal nach oben. Ja, entdecken wir doch noch was Neues heute. Ich dachte, das wird schon wieder eine Folge, wo wir nur rumsuchen. Vielleicht finden wir dann hier oben den Schlüssel, aber ich glaube, dass der Teddy der Schlüssel ist. Und da liegt auf jeden Fall, glaube ich, irgendwas. Ja. Das Bild einer toten Kuh? Oh. Ist hier vielleicht der Schlüssel oder so? Ah, Mist. Wieder nur so ein... Madeir Island, ja. Datum 4. April 1988. Akte Patient 13 läuft. Oder Lauf. Lauf? Sollte das ein Zeichen für mich sein? Och Mann, ich finde diesen Schlüssel nicht. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. Ich finde ihn einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wo der noch sein soll. Und jetzt auf einmal hat sich, glaube ich, alles verändert, weil ich kann auch nicht mehr in den Mittelteil zu dieser Tür. Ich finde diese Tür nicht mehr. Das ist wirklich ein Problem. Denn es ist mir so peinlich und ich will euch auch jetzt nicht die ganze Zeit hier immer das Gleiche zeigen. Ich meine, das wollt ihr ja auch nicht. Kannst du mal aufhören, den Teddy die ganze Zeit zu bewegen, sonst sehe ich hier nichts. So. Ja, toll. Wo soll ich denn noch hin? Ich habe keine Ahnung. Oh, dieser Teddy nervt extrem. Okay, also ich weiß wirklich gerade nicht mehr, wo wir hin müssen. I know you're there. Sonst gehe ich nochmal in den Raum mit den Portalen. Vielleicht musste ich da ja noch irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann auch einmal kurz riskieren zu rennen. Irgendwas noch vielleicht? Ist hier jetzt vielleicht irgendwo der Schlüssel? Nee, hier ist nichts. Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Ich muss doch irgendwie weiterkommen. Könnte auch ein kleiner Grund sein, warum Horrorspiele nicht meins sind. Weil ich einfach schlecht in Horrorspielen bin. So, da war ich jetzt auch schon tausendmal. Das bringt mir doch auch nichts. Und da geht's doch auch nicht weiter. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee. Ja, toll. Wo soll ich denn jetzt lang gehen hier? Das ist doch wirklich... Ach komm, wisst ihr was? Ach nee, ich kann nicht mal mehr ein Knicklicht benutzen, ne? Oh Gott. Es wird ja immer schöner. Dieser Teddy blockiert einfach alles. Ich verstehe es nicht. Ich bin einfach... Ich weiß, ich könnte jetzt einen Schnitt setzen und alles drum und dran, aber ich habe eben schon die ganze Zeit gesucht. Ich habe alles, wirklich jeden Raum abgesucht. Der Schlüssel ist nicht hier. Ich meinte, Teddy könnte jetzt der Schlüssel sein, aber ich finde ja auch nicht mal mehr die Tür. Diese Tür, ihr wisst, welche ich meine.
Ich finde die ja nicht mal mehr. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Und ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Wo die war. Oben war sie nicht. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Aber hier konnte man doch auch durch, oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich laufe jetzt einfach mal. Dann gehe ich hier nochmal rein. Hier war nämlich vorher, glaube ich, kein Licht. Ist jetzt irgendwas neu? Nee. Vielleicht war dann doch hier Licht. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ey, das gibt's nicht. Wir suchen jetzt schon seit wie vielen Folgen diesen dummen Schlüssel? Das ist doch langsam nicht mehr normal hier. Jetzt bin ich doch wieder am Anfang. Oh Gott, ich drehe hier noch durch. Ich komme mit diesem Komplex einfach nicht klar. Der ist mir zu groß. Oder nicht zu groß, hier sieht halt nur einfach alles ähnlich aus. Ich gucke jetzt noch einmal oben. Und dann habe ich ja keine Wahl, muss ich nach unten. Nur ich will nicht nach unten, weil unten, als ich gesucht habe, sind schlimme Dinge passiert. Aber hier geht's ja auch nicht lang. Mann, wo ist denn... Meine Güte, jetzt finde ich nicht mehr die Tür. Die war oben. Die war auf jeden Fall oben, die war nicht hier unten. Hier in dem... In dem Teil. Aber hier haben wir auch schon alles abgesucht. Hier geht's ja auch nirgendwo lang. Ich bin kurz vorm... Wirklich... Boah. Jetzt gerade bin ich nicht gerade in einer Horrorstimmung. Jetzt gerade bin ich nur in einer genervten Stimmung. Wirklich. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich will jetzt nicht mehr ewig hier rumsuchen. Hier habe ich auch schon 30.000 Mal alles mit durchgeguckt. Anybody there? Ich sage, hier war ich schon überall. Ich finde absolut nichts. Ach, das ist auch dumm. Hier unten war das nämlich nicht. Oder ist das ein anderer... Moment, ich habe eine Vermutung. Okay, Moment. Doch, vielleicht könnte es richtig sein. Ich habe eine Vermutung, Jungs. Und Mädels, ich habe eine Vermutung. Und zwar glaube ich, dass ich das einfach nicht gerallt habe. Und ich meine, es gibt zwei Treppen hier. Doch, ja, genau. Ich meine, es gibt zwei Treppen. Das ist mir nämlich eben beim Suchen aufgefallen. Ich meine, es gibt zwei Treppen und ich habe es nur verpeilt, die voneinander zu unterscheiden, weil die halt exakt gleich aussehen. Doch, 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 doch. Da ist was dran. Doch, ich meine schon. Anybody doch. There? Wow. Oh, ich dachte, da steht jemand. Okay. Doch, 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 doch. Ich meine, das ist richtig. Einen Moment. Das habe ich gleich. Doch. Das war richtig, da bin ich mir sicher. Okay, muss ich nochmal denken. Ich darf jetzt nicht zurückrennen. Das wäre ein bisschen dumm. Und dann nachher sagen, oh, da ist ja die Treppe, die ich meinte. Nee, so nicht. Aber jetzt laufe ich ja gerade eigentlich theoretisch alles zurück. Is there anybody in there? Von da sind wir doch gekommen, oder? Nein! Hier. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Da oben sehe ich die verschlossene Tür. Ja, wir sind richtig. Wir sind richtig. Wir haben es gefunden. Hey! Doch, das ist das. Das ist das. Das ist es. Das muss es sein. Das muss es sein. Hier geht es nämlich wieder nach oben. Hier ist auch der... Ja, doch, das muss es sein. Doch, doch, doch. Okay, Jungs. Wir haben, Jungs und Mädels, wir haben es endlich geschafft. Boah, mein Commentary ist gerade voll anders geworden, ne? Nicht so wie in den ersten Folgen. Ich werde es eh gleich wieder anpassen. Aber ich bin gerade einfach nur froh, dass wir es geschafft haben. Oh, endlich. Komm schon. Jetzt aber endlich durch die Tür hier. Los geht's. Hallo?
toll. Ich mache erstmal einen Leuchtstab an. Muss sein. So haben wir mehr Licht. Wow! Spieldaten werden gespeichert. Das ist sehr gut. Dann mache ich nämlich an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Und da steht, Bedrohung ist wieder weg. Das ist gut. Relikte müssen wir wieder suchen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.